Wir sind auf den Friedhof. Dort befand sich in direkter Nähe der Kirche ein geöffnetes Grab. Der Sarg war geöffnet. Darin lag eine frisch verstorbene männliche Leiche. Es war auch alles gesäubert. Ich musste in dieses Grab hinein, musste dieser Leiche das Herz entnehmen. Dieses Herz wurde in eine Schale gelegt. Der hohe Priester hat diese Schale getragen und andere Mitglieder der Loge sind auch dabei gewesen und gingen hinterher. Wir sind in die Kirche rein. Dort lag vor den Stufen, ich weiß nicht, ob es aufgemalt oder hingelegt war, das Zeichen dieser Loge. Dann musste ich mich auf den Altar legen, wurde bemalt und ja, es wurden sexuelle Handlungen vorgenommen und da ist Riss. Im Anschluss an diese Nacht war mein Status in dieser Loge ein anderer. Ich war plötzlich wichtig. Da haben sie Anja richtig hin drauf abgerichtet und gedrillt, dass die konditionieren kann, dass sie auch dieses Böse hat. Und dass das mit mir macht und auch Spaß hat an der Macht. So, da haben sie sie richtig hingetriezt. Ich wurde darin geschult, Rituale auszuführen. Wie Wie denn? diese Kindstötung zum Beispiel oder dass ich neben dem Hohepriester stand und jemand anders dann auf dem Altar lag. Und Antje hatte das Gefühl von Macht, wurde noch mehr in den Kult eingebunden und ja, stieg halt auf auch, ne? Das war für sie eine Form von Anerkennung, die sie sonst, war ja sonst nichts. Und so haben sie uns entzweit. Systematisch. Fast alle berichten, dass bei diesen Ritualen Foto- und Filmaufnahmen gemacht werden. Kinderpornografie. Also geht es auch um Geld, um gut organisierte Täterkreise. Lucy kann ohne Beweise niemanden anzeigen. Sie ist multiple. Wer wird ihr glauben? Jetzt sucht sie Bildbeweise im Internet. Sie will Aussagen, bevor die Verbrechen verjähren. Und sie will ihre jüngeren Geschwister retten, die noch bei den Eltern leben. Ihr seid euch recht sicher, dass es von euch auch solche Fotos gibt. Ja. Und wer hat die gemacht? Also wir wissen, dass es unsere Erzeuger waren. Also einerseits die Erzeuger und andererseits halt da, wo die anderen Dinge stattgefunden haben. Was ist euer Motiv, das zu suchen? Dass wir Beweise finden. Also Beweise für das, was passiert ist, um dann ja was zu unternehmen. Dass wenn ein Beweis da ist, dass man dann was tun kann und dass dann auch die sich nicht so leicht da verleugnen können. Wenn eine Betroffene verzweifelt zu Ihnen kommt und sagt, hier, ich gehe davon aus, dass im Internet kinderpornografische Aufnahmen von mir drin sind, haben Sie die Möglichkeit, ihr zu helfen, diese zu suchen? Rein theoretisch habe ich die Möglichkeit über das Landeskriminalamt. Praktisch sieht das dann so aus, dass auch da wieder die Anzeige vorliegen muss, weil sonst das Landeskriminalamt nicht tätig wird. Und wenn die Betroffene genau aus den bekannten Gründen so viel Angst hat, dass sie die Anzeige nicht macht, bevor sie nicht auch das kleinste bisschen Beweis hat? Dann ist Polizei und Justiz leider überfordert, ist der falsche Ausdruck. Dann sind uns die Hände gebunden. Auch Frauen aus der ehemaligen DDR berichten von Ritualen und sexueller Gewalt. Lucy ist eine von ihnen. Sie sucht die Orte ihrer Kindheit und will ihre Erinnerungen überprüfen, Beweise suchen. Damals war es mir nicht bewusst, weil ich nichts anderes kannte. Mittlerweile ist mir klar, dass wir einen sehr hohen Standard hatten. Sehr einen hohen Lebensstandard. Also, dass wir Westsachen hatten, Computer, Videorekorder, Autos. Besondere Westbeziehungen können heute nicht mehr nachgewiesen werden. Die Stasi-Akte ihres Vaters ist leer, vermutlich kurz nach der Wende vernichtet.
Wie viele andere Opfer hat Lucy zur Aufarbeitung ihrer Qualen Figuren geformt und Bilder gemalt, manche gezeichnet wie innere Fotografien. Jetzt sucht sie die entsprechenden Orte. Es gibt 3 Räume, die wir erinnern. Und die Räume hatten keine Fenster. Und waren ziemlich kalt. Also wir gehen davon aus, dass es vielleicht Kellerräume waren oder so. Und der Boden war ziemlich uneben und auch an vielen Stellen kaputt und staubig und dreckig. Und an die Wände waren, also das Mauerwerk, also es war Mauerwerk, es war auch ziemlich kaputt an vielen Stellen. Und in dem Raum gibt es halt dann so eine Gitterlampe. Und es gab halt diesen einen Raum, wo man gewartet hat. Und die anderen Räume, wo es stattgefunden hat. Und wir erinnern uns dann halt noch an einen anderen Raum, also eher eine Halle. Da sind halt so wie Stahlträger in dieser Halle. Ich weiß es nicht genau, das haben wir noch nicht. Wir wissen halt einfach, dass das Stahlträger sind und auch diese Halle nicht unbedingt sehr sauber und gepflegt ist. Was ist passiert in der Halle? Also es haben welche von uns Erinnerungen, dass da ein Feuer war in der Mitte und dass dort auch die Leute waren. Also wieder schwarze Menschen sozusagen. Also wir haben ein Bild von uns, dass jemand so dahin geschliffen worden ist in Richtung des Feuers und totale Todesängste da sind. Wisst ihr, wie ihr da hingekommen seid? Ja, wir sind mit einem Transporter dahin gekommen. Wir wissen, dass jemand von uns halt in diesen Transporter gebracht wurde und der hat auch keine Fenster gehabt. Also wir können uns an Situationen erinnern, wo auch andere Kinder drin waren. Aber wir haben auch nie miteinander geredet, weil in solchen Situationen macht man das einfach nicht. Unterirdische Räume und leerstehende Hallen. Sie zu suchen, eine Sisyphusarbeit. Nachbarn, Lehrer, Dorfbewohner können nicht befragt werden. Lucys Eltern würden Verdacht schöpfen und die Gefährdung für sie selbst und ihre Geschwister wäre zu groß. Ohne die Unterstützung der Polizei hat Lucy keine Chance. Mehr als ein Jahr ist es her, dass Niki bei der Polizei in Gütersloh Anzeige gegen Unbekannt erstattet hat. Ihre Rechtsanwältin ist durch die Entwicklungen danach zuversichtlicher geworden. Wir hatten jetzt zwischenzeitlich Gelegenheit, Akten an sich zu nehmen. Mhm. Die Polizei, die hat eine Hotline gebildet. Und müssen wir gerade gucken. Jetzt haben sich andere Personen auch über die Hotline bei der Polizei gemeldet, die sagten, dass ihnen Ähnliches passiert ist. Und dann hat es noch einige Hinweise gegeben, die sich auf Beobachtungen in Bezug auf die Wewelsburg erstrecken. Möglicher Tatort von Kindstötungen, die Wewelsburg. Für die ermittelnde Polizei und Staatsanwaltschaft Paderborn ist alles zu lange her. Sie haben die Mitarbeiter, die in der Wewelsburg arbeiten, befragt. Wonach? Ja, wir haben gefragt, ob Ihnen erinnerlich ist aus zurückliegenden Jahren und Jahrzehnten, dass es solche Treffen von Sektenmitgliedern auf der Wewelsburg gegeben hat oder ob Sie vielleicht auch mal selber etwas mitbekommen haben. Da konnte uns keiner direkte Antworten drauf geben, beziehungsweise es hat niemand was festgestellt. Auch Angestellte, die seinerzeit als Koch, Köchin oder Hausmeister dort tätig waren, haben wir vernommen, diese Vernehmungen waren alle ohne Ergebnis. Ja, bei den Ermittlungen ist zum einen herausgekommen, dass es 1993 zu einem Vorfall dort gekommen ist, dass dort also
Tücher gefunden wurden mit Runen drauf und dass das Schloss wohl ausgewechselt war. Das war allerdings der einzige Vorfall, der die Schilderungen der Anzeigenerstatterin im Wesentlichen gestützt haben. Haben Sie jemals in Erwägung gezogen, dass die Mitarbeiter, die Sie befragt haben, eventuell selber dabei gewesen wäre? Darauf haben wir